Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es eine französische Zwiebelsuppe, die extrem aromatisch und wahnsinnig lecker ist. Die Suppe kommt ohne Fertigprodukte und ohne Alkohol aus. Zunächst gebe ich eine große Möhre, zwei Knoblauchzehen, ein Bund Petersilie, drei Lorbeerblätter, einen Teelöffel schwarze Pfefferkörner, drei Pimentkörner und einen Teelöffel Salz in einen Topf. Jetzt mit Wasser aufgießen und alles ungefähr 20 Minuten köcheln lassen. Danach den Topf zur Seite stellen und ziehen lassen. In der Zwischenzeit bereite ich die Zwiebeln vor. Ich nehme 9 Zwiebeln, halbiere sie und schneide sie in dünne Scheiben. Einen guten Stich Butter in eine Pfanne geben. Ich habe hier ungefähr 40 Gramm und etwas Olivenöl dazugeben. Die Zwiebeln jetzt bei mittlerer Hitze ganz langsam schmelzen lassen. Die Zwiebeln nicht zu scharf anbraten, die sollen ganz langsam karamellisieren, damit sich die schöne Süße der Zwiebel entwickeln kann. Das dauert eine ganze Weile, 30 bis 40 Minuten sind hier kein Luxus. Während die Zwiebeln vor sich hinschmurgeln, habe ich ein paar Scheiben Baguette abgeschnitten und besprenkle die mit Olivenöl. Die Baguette-Scheiben kommen jetzt für 5 Minuten in den auf 200 Grad Umluft vorgeheizten Backofen. Die sollen nur knusprig, nicht braun werden. Nach 30 Minuten haben die Zwiebeln schon eine schöne Farbe bekommen. Ich gebe jetzt noch einen Teelöffel Zucker dazu und lasse ihn mitkaramellisieren. Die Mengen in diesem Rezept reichen für 2 Personen. Die Zwiebeln bestäube ich jetzt mit einem Esslöffel Mehl und lasse sie weitere 5 Minuten schmoren. Wenn dir meine Rezepte gefallen, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt und den Kanal abonnierst. Jetzt wird die Gemüsebrühe wieder zum Kochen gebracht und Käse gerieben. Ich habe hier einen Gruyère, du kannst aber auch Parmesan nehmen, wenn du keinen hast. Ich reibe jetzt erst einmal 2 Esslöffel ungefähr und gebe den Käse in die kochende Gemüsebrühe. Zusätzlich reibe ich noch etwas Parmesan ein und lasse alles aufkochen, bis der ganze Käse sich aufgelöst hat. Die Gemüsebrühe einmal kurz abschmecken. Sollte sie zu salzig sein, kannst du sie ruhig mit etwas Wasser verlängern. Jetzt so viel Gemüsebrühe zu den Zwiebeln durch ein Sieb gießen, bis die Zwiebeln schön schwimmen. Die übrig gebliebene Brühe gebe ich in einem Glas in den Kühlschrank, davon koche ich morgen eine Mangoldsuppe. Die Zwiebelsuppe jetzt noch einmal aufkochen und köcheln lassen, bis sie schön sämig wird. Für die Käsehaube reibe ich jetzt noch einmal Gruyère, du kannst aber auch jeden anderen Käse nehmen, den du gerne magst. Die Baguette-Scheiben sind nach den 5 Minuten schön knusprig geworden und werden mit einer halbierten Knoblauchzehe schön eingerieben. Die Zutatenliste und die Mengenangaben findest du wie immer bei mir in der Videobeschreibung. Die Zwiebelsuppe jetzt auf die Suppenschalen verteilen und eine dünne Schicht Käse darüber streuen. Die Käseschicht verhindert, dass die Brotscheiben sofort die Flüssigkeit aufsaugen. Die Baguette-Scheiben jetzt auf die Käseschicht setzen und mit richtig schön viel Käse bestreuen. Ich setze da eine richtig dicke Käsehaube drauf. Ich gebe die Zwiebelsuppe jetzt bei 270 Grad mit zugeschaltetem Grill für 5 bis 7 Minuten in den Backofen. Da jeder Backofen etwas anders backt, solltest du die Zwiebelsuppe im Auge behalten. Meine Zwiebelsuppe war nach 6 Minuten goldbraun und konnte serviert werden. Guten Appetit!